Mein Name ist Christian. Ich bin mittlerweile Ende 50 und, wie ich zugeben muss, leider starker Raucher. Schon seit gut 30 Jahren. Obwohl ich mich fit fühlte, hat meine Frau aus Sorge vorgeschlagen, ich solle doch mal zu einem Lungenscreening gehen. Ich fiel aus allen Wolken, als die Radiologin einen kleinen Knoten entdeckte, der unbedingt weiter kontrolliert werden musste. Ein paar Monate später wurde leider klar, der Knoten ist gewachsen. Weitere Untersuchungen brachten dann die Gewissheit. Es war Lungenkrebs. Die Ärzte erklärten mir zwei Optionen. Eine chirurgische Entfernung oder eine Hochpräzisionsstrahlentherapie. Nachdem ich mich genauer mit dem Thema auseinandergesetzt hatte, entschied ich mich ganz klar für die Strahlentherapie. Lungentumore bewegen sich mit der Atmung. Damit diese präzise bestrahlt werden können, erfasst man räumlich und auch zeitlich die Atembewegung. Dazu muss ein sogenanntes vierdimensionales CT gemacht werden. So wurde eine Art 4D-Landkarte meiner Bronchien erstellt, mit der man dann den Tumor bei der Bestrahlung zuverlässig lokalisieren kann. Die Strahlentherapeutin konnte mit diesen Infos einen individuellen Bestrahlungsplan erstellen, bei dem mein Lungengewebe und meine anderen wichtigen Organe geschützt werden. Die Bestrahlung konnte so in einem einzigen Termin durchgeführt werden. Zur millimetergenauen Positionierung und Überwachung während der Bestrahlung wird eine hochmoderne Technologie eingesetzt. Thermalinformation, Oberflächen- und Röntgenbilder werden hierbei kombiniert. Ein intelligenter Algorithmus verfolgt die Bewegung des Tumors bei jedem Atemzug in Echtzeit. Genauso wie es vorher geplant wurde. Sobald der Tumor im richtigen Bereich liegt, startet die Bestrahlung automatisch. Ist er durchs Atmen außerhalb des Bereiches, wird sofort pausiert. Diese extrem präzise Methode trifft so nur den Tumor und umliegendes Gewebe wird bestmöglich geschont. Schon beim ersten Kontrolltermin konnte man feststellen, dass sich das Tumorgewebe stark verkleinert hat. Meine Ärzte gingen davon aus, dass der Krebs erfolgreich unschädlich gemacht wurde. Ich bin erleichtert, dass wir den Tumor frühzeitig entdeckt haben und gehe auch jetzt regelmäßig zur Nachsorge, einfach um auf der sicheren Seite zu sein. Wir sind dankbar, dass mir meine Ärzte in solch einer schwierigen Situation helfen konnten. Und das ohne Nebenwirkungen. Ich bin begeistert, was modernste Technologie und medizinische Innovation ermöglichen können.